18 Spiele, 18 Siege in Serie. Wie so oft meistern die Spandauer den nächsten Schritt in Richtung Saisonfinale gegen die White Sharks Hannover mit 15:6. Wir haben versucht, die Konter gut auszuführen und können vielleicht ein bisschen an unserer Trefferquote arbeiten, aber im Großen und Ganzen haben wir das schon souverän gemacht heute. Doch Anfang der Woche sah es nicht ganz so rosig für die Wasserfreunde aus. Schließlich unterlagen sie dem OSC Budapest in der Champions League mit 7:11. Im Playoff-Halbfinale soll gegen die White Sharks alles besser gemacht werden. Keine Fehlpässe, mehr Spritzigkeit und natürlich die Beteiligung der Leistungsträger. Allerdings kommt es anders als erwartet. Die Gäste überraschen die Spandauer und gehen durch Jan Rotermund mit 1:0 in Führung. So langsam finden dann auch die Berliner ins Spiel und der Schalter wird umgelegt. Schließlich erzielen Bilal Badamassi und Dimitri Cholot die ersten Treffer für den Gastgeber. Auch die deutschen Nationalspieler Soran Bosic und Dennis Strelecki beteiligen sich an weiteren Toren. Dennoch entstehen oft Fehlpässe, weshalb sich die Wasserfreunde bis zur Halbzeit nur mit 7:2 absetzen können. Unsere Verteidigung hat sich deutlich verbessert im Gegensatz zu letztem Mal. Diesmal konnten wir auch vernünftige Blockstellen, standen gut dazwischen, konnten die Bälle vom Center abfangen. Das hat uns dann enorm weitergeholfen. Die ersten Minuten der zweiten Halbzeit gestalten beide Mannschaften ausgeglichen. Durch eine verbesserte Chancenverwertung und eine stabilere Abwehrleistung gelingt es den White Sharks jedoch, Laszlo Bakshar gleich zweimal zu bezwingen. Das gefällt Spandaus Trainer Anastasios Kechagias überhaupt nicht, weshalb er eine Auszeit nimmt. Seine Ansprache scheint schnell zu wirken, immerhin knüpfen die Berliner wieder an das hohe Tempo an und bauen ihren Vorsprung durch einen Doppeltreffer von Badamassi und Cholot auf 13:5 aus. Mit dem 15:6 Erfolg perfektionieren die Wasserfreunde den Einzug ins Meisterschaftsfinale. Der Gegner steht bereits fest und wird viele Wasserballfans nicht überraschen. Denn die Spandauer treffen auf ihren Dauerrivalen Waspo 98 Hannover. Dieser setzte sich gegen den ASC Duisburg durch. Nach 5 Jahren ist das eine Katastrophe, das wieder Hannover zu geben. Somit wollen wir auch den Sieg zu uns holen wieder. Jetzt heißt es erstmal Energie tanken und vollstes Potenzial aus dem Krafttraining, der Videoanalyse und dem taktischen Training zu schöpfen. Damit die Berliner dann ab dem 17. Mai im ersten Spiel der Best-of-5-Serie 100% geben und endlich den Endspielfluch gegen Waspo 98 Hannover brechen können.